Die Weihnachtsfeiersaison hat begonnen und mit ihr die Jagd auf Verkehrssünder. In der Nacht zu Freitag kontrollierte die Hamburger Polizei an insgesamt 6 Standorten 1544 Fahrzeuge. Im Fokus der Beamten Alkohol und andere Drogen. Doch auch so manch Reifen wurde auf seine Wintertauglichkeit geprüft. Das Ergebnis der Kontrollen: 6 angetrunkene Fahrer mit bis zu 1,9 Promille, 3 Strafanzeigen wegen Drogendelikten und Fahrens ohne Führerschein und 10 Verdachtsfälle auf Drogenkonsum. Zusätzlich gab es eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ein junger Mann wollte partout keinen Bluttest machen. Er wird gewusst haben, warum.